An den schroffen Küsten Desolays sieht man die Überbleibsel der alten Nachtelfenstädte, die aufgrund von Dingen, die ich selber gerade nicht kenne, irgendwie im Meer versunken sind. Ich denke, da waren die Naga dran schuld. Und damit herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Es hat stark angefangen. Es hat ganz kurz, habt ihr gedacht, er hat Ahnung. Und dann, nee, einfach nein. Ich meine, es macht schon Sinn, weil wir haben ja von den Naga so einen Stab geklaut, der ja die Fähigkeit hatte, ganze Städte im Meer versinken zu lassen. Und das wird hier passiert sein. Das leiten wir einfach mal so ab. Während ich mich wieder auf den Weg mache, denn wir müssen, es tut mir schrecklich leid, aber ihr habt es hier schon gesehen, wir müssen ganz ans andere Ende, was? Ganz ans andere Lände? Ganz ans andere Ende des Gebiets. Denn es ist an der Zeit, ein paar Schattenpirscher zu sammeln. Und wir gehen deswegen rüber, weil es einfach sinniger. Dann können wir hier direkt runter und uns die Zentaurenohren bei den Kolka holen. Und dann haben wir das in einem sehr schönen Rutsch erledigt. Andererseits hier rein hätten wir die Quest holen können. Aber ich glaube, da können wir auch irgendwie so uns reinschleichen. Das wird schon passen. Das passt schon irgendwie. Wir latschen da jetzt einfach rüber. Und dann ist die Frage. Genau, die Quest sollten wir inzwischen annehmen können. Level 39. Wir sind Level 37. Ich denke, das passt. Genau, Zentaurenohren. Wir haben nach wie vor hier unten die Allianz mit den Magram. Das läuft noch. Ja, und diese Karawanen-Quest, von der ich keine Ahnung habe, warum ich die nicht annehmen konnte. Und wir haben in der letzten Folge haben wir einfach Rexa getroffen. Und ich habe erfahren über die Kommentare, dass es ein durchaus sehr relevanter Charakter hier in Desolays ist. Ich bin da offensichtlich nicht mehr so informiert. Ich habe aber auch tatsächlich Classic am wenigsten gespielt. Ich habe mit Classic angefangen damals, aber gar nicht so intensiv, also in WoW-Maßstäben nicht so intensiv. Ich habe tatsächlich erst so richtig mit Wrath of the Lich King. Da hat es für mich richtig Klick gemacht. Da bin ich komplett eskaliert. Da war Schluss mit lustig. Nee, Moment mal, warte mal. Da ist ja noch eine Quest. Da ist ja noch eine andere. Knochensammler? Das ist eine ganz andere Quest. Wer will denn da was von uns? Ich meine, wir sind ein Held. Wir müssen hier alles annehmen. Hallo? Ich bin von den Verlassenen. Cool. Ich bin von den Trollen. Liebe Willow, aber... Ach, hier. Bibli Fatzelbuckel. Nee, Fatzbuckel. Knochensammler. Wir sitzen hier auf einer Goldmine. Ich sage euch, einer Goldmine. Kodoknochen werden die Welt für immer verändern. Ich habe Kunden, die daraus Möbel, Musikinstrumente und sogar Sprengpulver herstellen. Eine Karawane kommt hier vorbei, die meine Kodoknochen mitnimmt und sie dann in Shadowprey verkauft. Aha. 10 Kodoknochen sollen wir besorgen. Vom Friedhof. Warum ist das für Level 39? Ich meine, auf dem Kodo-Friedhof greift uns nichts an. Wahrscheinlich wird irgendwas spawnen, wenn wir uns die Knochen gesammelt haben. Die alten Götter, der Kodo, da wird's wahrscheinlich ganz fies. Aber okay. Dann haben wir ja was wir hier auf dem Rückweg machen können. Aber wir haben nach wie vor das Ziel, uns dieses Skalpe zu beschaffen. Wofür machen wir das nochmal? Ich muss das gerade nochmal in Erinnerung rufen. Kodoknochen. Dann gerade ein bisschen wie Gucci Gang. Drenetit-Splitter. Portale der Legion-Knochensammler. Bin ich blind? Der Verderber. So heißt die. Da ist er doch. Bringt Maureen Bonesplitter in Desolace einen Schattenpirscher-Skalp. Ah, natürlich, wir suchen ja diesen Dämonenlord, mit dem die Burning Blade unterwegs ist. Und der hat eine ganze Menge Schutzzauber gewirkt, dass man den nicht so einfach orten kann. Clever Boy. Aber wir haben natürlich Mittel und Wege, das aufzulösen. Dafür brauchen wir Schattenpirscher.
Aber Schattenpirscher sind doch eigentlich... Sind das nicht auch die Pets von den Hexenmeistern? Diese kleinen... Ach ne, guck mal, das... Ja, gut. Offensichtlich same, same. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass diese... Wie beschreibt man diese Kreatur? Jetzt so Antennen, so eine Kombination aus Schwein und Hund irgendwie. Mehr wie ein dämonisches Wildschwein. Die heißen, glaube ich, auch Schattenpirscher. Dann gibt es noch die leeren Wandler. Das ist ja so ein bisschen, das ist der Tankmob. Den Wichtel. Oder den Irrwicht. Ich weiß immer nicht, wo da der Unterschied ist. Habe ich was vergessen? Ach stimmt, ja, irgendwann können die ja dann eine richtige Dämonenwache beschwören. Da geht's dann richtig ab. Aber ich glaube, das sind alle Warlock-Pets. Warlock habe ich nie wirklich gespielt, aber ich glaube, das kann ziemlich Bock machen. Klingt auf jeden Fall immer auf dem Papier nach einer sehr coolen Klasse, aber irgendwie habe ich es nie ausprobiert. Vielleicht, hey, das ist doch für die Hardcore-Server. Da kann ich mir doch mal einen Hexenmeister angucken. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Das ging schnell. So. Da können sich einige Quests eine Scheibe von abschneiden. Zum Beispiel die Quests, in denen man einen Zahn besorgen muss. Einen Tigerzahn. Verrückte Welt, sage ich euch. Aber dann können wir jetzt... Ja, ich hoffe, die Zentaurenohren, die droppen auch vernünftig. Aber wir lassen uns mal überraschen. Erstmal hinkommen. Dann bin ich gespannt, wie weit wir noch in Desolays questen werden. Also es kommt auf jeden Fall natürlich noch Folgequests. Das ist jetzt nur der erste Schutzzauber von wahrscheinlich dreien, weil Three's the Charm. Und die Quests haben wir auf jeden Fall. Aber ich glaube, so viel haben wir dann auch nicht mehr zu tun. Müssen wir mal gucken. Und ich muss auch immer noch im Auktionshaus nachschauen, ob wir da aus Ashenvale diese Berichte oder was das da ist. Irgend so eine Zettelei ist das halt. Und da müssen wir mal gucken, ob wir die kaufen. Oh, da ist die Quest, die Karawanen-Quest. Oh, damn. Cork Gizzleton. Das ist exakt die Karawane, ne? Leibwache zu mieten. Unter normalen Umständen würden Rega und ich unsere Kodo an den Kolka-Zentauren vorbeiführen. Aber ab und zu sind Kriegstrommeln der Zentauren zu hören. Ich sage euch was. Wenn ihr uns heil am Dorf der Kolka vorbeibringt, soll es euer Schaden nicht sein. Eine kurze Strecke. Ihr müsst lediglich dafür sorgen, dass die Karawane intakt bleibt. Gibt einen guten Ring? Nimm ich. Schön, dass ich helfen konnte. So, jetzt fett. Oh Gott, das ist die langsamste Karawane ever. Oh nein, wir müssen bis da unten. Ihr wisst, was den Rest der Folge passiert. Diese Quest. Aber die haben halt auch kurze Beine. Aber die könnten sich ja einfach auf die Kodos draufsetzen. Kannst mir nicht erzählen, dass die so beladen sind, dass da nicht noch ein Goblin draufpackt. Passt. Oder ist es wie bei Skyrim und du sammelst noch das eine Blümchen ein und dann bist du lahm. Guck mal hier, wir können ja den Boy auseinandernehmen für ein Öhrchen. Ich habe gehört, Zentauren haben immer ein offenes Ohr für Abenteurer. Versuchen wir mal unser Glück. Wäre natürlich geil, wenn die Zentauren, die wahrscheinlich für das Karawanen-Event spawnen, wenn die auch die Ohren droppen könnten. Warum bleiben wir stehen? Oh ja, okay, alles klar. Ja, bei denen... Oh, das ist ja super nice. Bei denen können wir die Ohren kriegen. Stark. So, dann versuchen wir mal irgendwie... Pumba tankt den einen Boy, den Wegelagerer. Ich mach mal hier die Zaubertanten kaputt. Pumba tankt das einfach wieder wunderbar. Das ist auch krass, ne? Wenn du von so einem Kolo angegangen wirst, das ist aber auch zappenduster. Die brauchen meine Hilfe gar nicht. Die machen das hier, die machen das alleine. Natürlich. Yes, ein Ohr. Das ist ja schon mal was.
Ah, die haben wir. Ach, verdammt, die haben wir nicht mit angegriffen. Darum kriegen wir keinen Loot. Ärgerlich. Aber zwei Ohren haben wir schon mal. Das lohnt sich. Ich liebe es, wenn Quests ineinander greifen. Das ist das Beste, was passieren kann. Boah, nebenbei, den holen wir uns. Der steht da so. So herausfordernd. Alter, wie die ganze Zeit der Bildschirm wackelt wegen den Kodo. Was? Jawohl. Da kommen noch mal ein paar Ohren zusammen. Wie weit sind wir schon? Ja, fast die Hälfte. Das Pumpe eintanken. Den Heini würde ich gerne angreifen, damit ich da mit looten kann. Muss ich auch bei der Tante machen. Und jetzt hole ich mir die hier. Jetzt müssten wir alle einmal angegriffen haben. Ich hätte auch einen Mehrfachschuss machen können, aber so clever bin ich natürlich nicht. Jetzt kriege ich aber auf den Sack hier. Lass mich in Ruhe. Ah, kein Mana für totstellen. Oh Gott. Pumba, do your thing. Ich muss totstellen machen. Ey, ey, ey. Das war etwas holprig. Ein kleines bisschen holprig. Und wir haben auch nichts für Mana. Na gut. Hä, warum schieße ich nicht? Oh Gott, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ey, ey, ey. Ich stehe hier rum, gucke mir mein Inventar an, während Pumba auf den Sack bekommt. Gib mir die Ohren. Na, endlich mal. Intelligenz, Willenskraft. Danke. Nein, danke. Ich snack erstmal was. Das und das. Ja, wir können dann auch theoretisch einfach hier unten weitermachen. Ist ja egal, welche Ohren wir uns holen. Buch der Uralten. Wo ist denn der Bums eigentlich? Buch der Uralten. Ah, nein, hab ich... Oh, nein. Ich hab total vergessen, dass wir auf die Insel müssen. Nein. Habe ich nicht noch letzte Folge gesagt? Okay, gehen wir hoch auf die Insel. Ja, ja, wie gewonnen, so zerronnen. Das, Oh, Mann, da müssen wir da nochmal hoch. Das mache ich in... das schneide ich euch, dass wir da nur einen kurzen Ausschnitt haben, damit ihr nicht den ganzen Weg mitnehmen müsst. Nee, was kommt denn jetzt hier, der blöde Geier? Der soll sich mal hier nicht einmischen. Unhöflich. So, wir holen uns den Boy. Geht's in den Karawan? Der ist ja alles tippitoppi. Überhaupt gar kein Problem. Hey, wieso darf ich den nicht looten? Da habe ich mit draufgehauen. Und wo will sie hin? Hey, Moment mal. Du bleibst mit deinen Ohren schön hier. So nämlich. Natürlich, und dann darf ich nicht looten. Das ist doch wirklich, also. Was soll denn das? Hier seine kleine Laterne schwenkt. So, hier müsste doch. Ja, wir sind so gut wie da. Ob da nochmal ein Angriff kommt? Wahrscheinlich, ne? Da kommt auch 100 Pro nochmal was. Bildschirm wackelt schon wieder. Ah, guck, da kommen sie. Was? Ach nee. Aber wie es aussieht, habt ihr euren Teil der Abmachung erfüllt. Ein Stück die Straße hinauf findet ihr Smeets Crabble's Crew. Der hat euer Geld. Ist klar. Und dann laufen sie hier. Warum seid ihr eben nicht so schnell gewesen? Auf einmal können sie schnell sein. Das ist unmöglich.
Mann, Mann, Mann. Dann würde ich sagen, wir gehen mal kurz zurück und metzeln da hinten jetzt einfach die Ohren. Wir metzeln da hinten die Ohren. Schöner Satz. Wie viele brauchen wir noch? 11. Das sollten wir ja wohl hinkriegen. Wir hatten ja bisher keine allzu katastrophale Drop-Chance. Gib mir deine Ohren. Natürlich nicht. Und warum bekomme ich auch immer nur ein Ohr? Das ist doch, also... unsinnigste Todstellen ever. Wir müssten doch alle zwei Ohren haben. Aber man muss sich da auch... Wie eklig das eigentlich ist. Man nimmt das einfach so hin, weil man das halt nur lootet. Aber wenn wir das mal übertragen, das bedeutet, wir nehmen ein Messer, oder in unserem Fall die Äxte, und schneiden dem das Ohr ab. Das muss... Also, weiß ich nicht. Das stelle ich mir nicht so spaßig vor. Das ist auch wirklich... Ugh. Ugh, da in so einem knorpeligen Ohr rumschneiden. Blech. Und da musst du 15 Stück davon, musst du dir dann einpacken in so eine Papiertüte am besten, die dann noch schön durchblutet. Und die schleppst du dann in deinem Inventar rum. Was meint ihr eigentlich, wie unser Rucksack stinkt? Was da alles drin war? Kodo, Leber, Ohren, irgendwelche Köpfe, die wir abgeschnitten haben. Ugh. Da muss ja so ranzig riechen aus dem Beutel. Blech. Kein Wunder, dass uns die Gegner immer so schnell finden. Riechen uns ja 10 Meilen gegen den Wind. Bah, die Vorstellung, so ein richtiger blutverkrusteter Beutel. Oh. Eieiei. Oder am besten noch eine Haltbarkeit für Sachen hier mit dem Fleisch. Ist das halt, ja, dann ist das vergammelt, dann kannst du es nicht mehr konsumieren oder zum Kochen nutzen. Andererseits hätte man dann einen guten Grund, den Spaß wegzuwerfen. Und dann hätte man Platz im Inventar. Ich finde so ein Survival-WoW gar nicht so schlecht, dass man unterwegs campen muss, um irgendwie da so ein kleines... Warum habe ich denn... Lass mich doch mal in Ruhe, ich erzähle dir gerade. Ein kleines Camp aufbauen, wo man schlafen kann, wo man eine Kochstelle hat und halt einfach auch, dass man Ausrüstung hat, die für Kälte oder halt, je nachdem, wo du hingehst, ne, wenn du in einem kalten Gebiet bist, brauchst du Sachen, die dich gut warm halten, und wenn du in einem warmen Gebiet bist, brauchst du ein paar Sachen, die dich vor der Sonne schützen, aber halt nicht so, dass du komplett eingepackt bist. Das fände ich Survival-WoW? Finde ich ganz interessant. Es gibt ja so ein paar Spiele, die das gibt. Für Skyrim, meine ich, gibt es eine sehr große Mod, die so Survival-Elemente einführt, wo jedes Ausrüstungsstück dann auch genau diese Aspekte hat für die Temperatur in dem jeweiligen Gebiet. Und dass dein Essen schlecht wird, dass du schlafen musst und dass du essen und trinken musst. Fände ich nicht verkehrt. So ein Survival-MMO. Oder das... Also wenn wir Fallout 76 als MMO bezeichnen wollen, aber da spielen halt maximal 24 Leute zusammen, deswegen ist das eigentlich kein MMO. Aber da ist das auf jeden Fall so. Da musst du essen und trinken. Und kannst überall dein Camp aufbauen. Ach, jetzt lass mich doch in Ruhe, Junge. Deinem blöden Hackmesser da. Ich will auch nur deine Ohren. Gib mir einfach deine Ohren und dann ist gut. Das lässt sich auch immer so leicht sagen, ne? Stellt euch mal vor, jemand kommt zu euch und sagt euch, und ihr wisst, das ist die Wahrheit, das wird passieren. Entweder bringt ihr euch um, oder ihr gebt ihm eins eurer Ohren. Denn ist ja immer noch, also die logische, und das ist wichtig, das zu unterscheiden. Es gibt die logische Entscheidung zu sagen, alles klar, hier, nimm mein Ohr. Die wahrscheinlichere Entscheidung ist, dass man sich ein bisschen
dagegen sträubt, sich sein Ohr abzuschneiden? Oder frei. Ja, das ist ein ganz schreckliches Thema. Ich möchte mir kein Ohr abschneiden. Wie wirkt sich das eigentlich aufs Gehör aus, wenn du kein Ohr mehr hast? Weil das Ohr an sich ist ja nicht nötig, damit du hörst. Also schon. Aber das Ohr hilft ja nur, den Schall aufs Trommelfell zu bekommen. Falls ihr schon mal gefragt habt, warum euer Ohr so komische kleine Täler und Berge hat. Dies ist, um den Schall so gut wie möglich einzusammeln und in Richtung Trommelfell zu bewegen. Jetzt habt ihr also diese Vorrichtung nicht mehr. Das heißt, man hört wahrscheinlich schlechter, aber man hört trotzdem noch. Theoretisch hat man dann ein Ohr wie eine Echse. Die haben ja auch nur so Löcher im Kopf. Könnte schlimmer sein. Aber dann ist auch die Frage, wie der Schnitt ist, ne? Und womit machst du das? Kann man theoretisch ein Ohr abreißen? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist schon sehr fest installiert. Und schneiden ist da einfach die bessere. Nimmt man da eine Schere oder ein Messer? Ich meine, Schere ist ja nicht immer mit dabei. Ein Messer allerdings auch nicht. Das ist ja, das ist die nächste. Da muss man auch wieder die Vorbereitung des Killers hinterfragen, ne? Wenn er jetzt sagt, hey, ich will ein Ohr von dir oder ich bring dich um, aber er bedroht dich mit einer Pistole. Wie erwartet er denn, dass du ihm das Ohr gibst? Also er muss ja auch realistisch bleiben. Selbst wenn ich bereit wäre, ihm mein Ohr zu geben, muss er mir ja das Werkzeug geben, mit dem ich das abtrennen kann. Ich kann ja nicht erwarten, ich habe ja keinen Reißverschluss am Ohr, ich kann das ja nicht einfach absippen und weg damit. Also da müssen wir auch ganz, nee, da ist auch der Killer in der Bringschuld. Der muss schauen, dass er, das ist ja wie ein Job, der muss das Arbeitsgerät zur Verfügung stellen. Und wenn er das nicht macht, gut, dann bringt er dich wahrscheinlich um. Aber da kann man auch bestimmt jemanden fragen. Hey, haben Sie mal, hier sitzt so ein Dönermann deines Vertrauens. Schön mit dem Dönermesser. Eieiei, was ist das für ein Thema? Mann. Warum hätten wir nicht einfach eine schöne Quest haben können? Über Blumen pflücken. Hätte ich darüber jetzt gesprochen. Stattdessen haben wir uns mit dem Thema Ohren abschneiden. Ah. Schlimm. Puma, du kannst auch schon mal weitermachen. Ich habe gerade wieder schon. Ah, nein, ich muss aber aufhören. Ich hatte gerade so einen unsinnigen Gedanken wie, ne? Natürlich zum Thema Ohr. Aber jetzt habe ich ihn angeteased, jetzt muss ich ihn auch vorbringen. Okay, passt auf. Was glaubt ihr, ist das kleinste Körperteil? Bei Körperteil ist schwierig. Ich meine damit sowas wie Nase, Augenbrauen, Ohren, Hände und natürlich der ganze andere Kram. Was glaubt ihr, wie klein müsste das Körperteil sein, damit ihr mit ziemlicher Sicherheit sagen könnt, ist es Männlein oder Weiblein? Ich musste nämlich gerade drüber nachdenken, wenn du jetzt ein Ohr vor dir liegen hast. Ich finde, Ohren sind sehr geschlechterunspezifisch. Das ist Unisex, das Ohr. Also da kannst du mir nicht erzählen, dass du an einem Ohr erkennst, ob das männlich oder weiblich war. Nase wiederum? Nee, auch nicht. Nasen sind auch Unisex. Augenbrauen ist eine andere Sache. Wenn es eine tätowierte Augenbraue ist, ist es einfach. Oder halt einfach, wenn es eine ordentliche Augenbraue ist. Wobei, es gibt ja viele Typen mit ordentlichen Augenbrauen. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ist das eine unsinnige Folge? Eine unsinnige Unterhaltung? Ach, herrje. Ich sollte mal wieder rausgehen. Ich sollte mich mal wieder mit Leuten unterhalten. Es ist anscheinend wieder an der Zeit. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal einige Quests, die wir abgeben können. Ich liebe es, dieses... Wir gehen hier hin, dann hier hin, dann hier hin. Und dann sind wir in dem Bereich, wo wir uns die Kolo-Knochen einsammeln. Es ist alles so schön auf einem Weg. Es gibt nichts Schlimmeres, als eine Quest zu übersehen. Und dann nochmal irgendwo hin zu müssen, was richtig, richtig weit weg ist. Ah, ganz schrecklich. Warte mal, ich laufe falsch. Ich muss hier lang. Ist er da vorne? Ja, kann gut sein, dass er da in der Hütte ist. Naja, sieht so aus.
Schreckensflieger, alte Donnerechse. Das sind schon Kodo-Schädel, die hier rumliegen, oder? Natürlich haben wir beides gepolt. Will noch jemand? Natürlich. Der Pleitegeier will auch nochmal. Ach, jetzt lass mal gut sein hier. Komm. Ha. Ist ja schrecklich. So, Pumper, du kommst auch wieder her. Ach, oh, Todstellen. Das ist wirklich die beste Fähigkeit im Game. Nice, dann her mit dem Ring. Und dann lass doch mal gucken. Ich würde sagen, wir nehmen den statt dem Blutknochenband. Genau. Willenskraft ist nicht so relevant, aber eins mehr Ausdauer. Das kannst du machen. Jetzt gehen wir hier hinten die Quests ab. Dann bin mal gespannt, was wir dafür bekommen für die Quests. Ich hätte gerne mal wieder einen neuen Bogen. Es ist an der Zeit. Der ist für Stufe 30. Der ist also schon 7 Level behind. Da ist dringend ein Upgrade nötig. Also nicht nötig. Ich meine, wir sind natürlich nach wie vor insane. Aber trotzdem, ich hätte gerne einen neuen Bogen. Und neue Schulterpanzer. Weil wie lange wir schon mit diesen komischen Origami-Dingern hier rumlaufen, ist... Nee. Da muss mal was Richtiges her. Was braucht ihr? Ich brauche ganz bestimmt nicht diese Stoffgürtel, aber das brauche ich auch nicht. 7 Beweglichkeit, 7 Ausdauer. Naja, der Vorteil ist, dass wir 7 Ausdauer bekommen. Wir verlieren einen Beweglichkeit. Sollen wir die nehmen? Ja, ich glaube, die nehmen wir. Weil Stärke ist, erhöht die Angriffskraft mit Nahkampfwaffen, aber das ist für uns ja völlig irrelevant. Deswegen Handschuhe. Da, weil Beweglichkeit macht, wird die Angriffskraft sowohl mit Nahkampf als auch mit Distanzwaffen. Das ist es nämlich. Deswegen machen wir auch so wenig Schaden im Nahkampf, weil natürlich unsere Äxte schon lange benötigt Stufe 10 und 16. Die sind nur für die Stats da. Also für nichts anderes. Aber wir haben halt auch echt wenig Stärke. Brauchen wir aber auch nicht. Wir schießen ja feige aus der Entfernung. Wie viele Quests haben wir eigentlich inzwischen? 14. Das hat sich auch schon wieder gut angehäuft hier. Eieiei. Wir müssen auch dringend irgendwann nochmal nach 1000 Nadeln. Aber haha, wir besorgen hier ja auch noch was in den Sümpfen des Elends. Ah Leute, wir müssen... Kreuz und quer. Hin und her. So, die Schattenpirscher konnten euch nicht töten, Jäger. Eindrucksvoll. Höchst eindrucksvoll. Dieser Skalp wird für meinen Zauber genügen. In eurer Abwesenheit konnte ich einige andere Regenzien für den Zauber sammeln. Okay. Jetzt braucht er einen Orakelkristall. Die Nager stellen sie her. Oh yes, wir müssen für die Quest nach oben. Bitte sag's mir. Hätte nicht besser kommen können. Jetzt haben wir nämlich 2 Quests, die wir da machen können. Ein Traum. Ein absoluter Traum. Dann würde ich sagen, verkaufen hier mal den ganzen Krimskrams. Das kommt auch weg. Weg. Das sind die alten weg. Das Mithrilerz kommt weg. Was will ich denn damit? Schade der Legion, ja, das haben wir abgegeben. Okay, gab es hier nicht auch einen Typen, wo man Pfeile kaufen konnte? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich glaube, auf der anderen Seite, oder? Wir gehen nochmal kurz rüber, weil ich würde gerne einmal ganz kurz Pfeile aufstocken. Und hier unten sammeln wir die Knochen. Wow, okay. Das gucken wir uns später an. Ledermacher-Expert. Ragender Streitkolbenmacher. Ich bin mir echt sicher, dass es hier einen Händler dafür gab. Aber eventuell... Ja, gut, eventuell.
irre ich mich da? Na gut. Okay, dann ist es tatsächlich das Sinnigste, wenn wir an dieser Stelle die Folge beenden, denn jetzt noch mit den Kodoknochen anfangen, das macht ja keinen Sinn. Aber nächste Folge plündern wir hier, was das Zeug hält. Da wird jedes Kodo-Grab entweiht, noch und nöcher. Da, wir nehmen hier alles mit. Und dann geht's auch nochmal in Richtung Naga und oben dieses Buch einsetzen. Wir machen ganz viel Unfug in der nächsten Folge. Macht's gut, wir sehen uns.